Ja, die Tierpers wieder. Florian für euch zurück mit einem weiteren Ausflugsvideo. Jetzt hier in den zwei Wochen, wo gerade die Eltern zu Besuch sind. Und ja, wie man hier jetzt gerade gesehen hat, an diesem wunderbaren Getränkeautomaten zusammen mit Coca-Cola und allem anderen sind wir gerade in Diese. Hier Diese Stadt, beziehungsweise bei der Station Isuzugawa. Weil wir von hier aus dann zum inneren Schrein gehen werden, der von dieser Station hier aus leichter zu erreichen ist als von der Diese Stadtstation. Und wahrscheinlich heute am Nachmittag dann noch zu einem Süßigkeitenfestival, auch nicht unweit von hier, uns begeben werden. Vormittag bis Mittag, also Ise-Schrein, der innere Schrein und am Nachmittag dann Süßigkeitenfestival. Mal gucken, wie viele Eindrücke ich euch dieses Mal werde einfangen können. Diesmal bei hoffentlich besserem Wetter als vor 3 Jahren, soll zum Nachmittag hin auch aufklaren. Und dann bei dem Süßigkeitenfestival weiß ich nicht, ob man filmen darf oder nicht. Ich werde es eventuell in 2 getrennte Videos machen. Auf jeden Fall viel Spaß mit den Eindrücken in folgenden. So, wir haben uns jetzt hier in einem der Laden auf der Straße hoch zum Isojingo, zum inneren Schrein, hier in einen Laden hineinbegeben, wo Akafuku gemacht wird, was so ja auch rote Bohnenpaste innerhalb von so einem Mochi ungefähr ist, kann man es beschreiben. Das ist eine Spezialität hier aus Stadt Ise und Mie-Präfektur auch generell, aber insbesondere hier Stadt Ise. Und vorhin haben wir gesehen, wie es hier gerade gemacht, geschlagen worden ist. Jetzt ist allerdings gerade keiner da. Wir haben bestellt, warten jetzt gerade, bis wir ausgerufen werden. Ansonsten müssen wir mal gucken, dass wir uns gleich mal ein Plätzchen irgendwo sichern und vielleicht beim Rausgehen können wir nochmal schauen. So, hier haben wir sie jetzt, die Akafuku. Und noch ein bisschen Tee dazu. 420 Yen für die 4 Stück. Und jetzt sagen wir Itadakimasu. Also es ist sozusagen kein, wie man sonst den Mochi kennt, da sie diese weiße Masse, wo die rote Bohnenpaste drin ist, sondern genau umgekehrt. Es wird vor allem die rote Bohnenpaste geformt, dann an die Unterseite sozusagen noch die Mochi, also die Reiskuchenmasse reingemacht. Gleich sehen wir es nochmal. Erstmal die rote Bohnenpaste geformt. Auf dem Teller drauf. Und dann nimmt sie sich da eben so eins von den weißen. Und das ist dann auf der Unterseite. Wenn man den umgedreht hat, haben wir auch gesehen, dann funktioniert das. Und die andere macht ja, weil die Reiskuchenmasse hier eben knetet. Die macht die dann in die Stückchen parat. Und tja, so ist der Ablauf. Hier das Zimmerchen, wo wir gerade drin gegessen haben. Hier eben auch an dem Fluss, der dann hoch zum Ise-Schrein führt. Hier die Brücke, über die ich damals rübergekommen bin, vor 3 Jahren. Tja, und jetzt geht's dann gleich auf weiter Richtung Schrein. Thank you.
そこにタクシーの乗り場があるから。So, hier sind wir jetzt auf dem Weg zum Isar-Schrein, die Brücke hinein. Und tja, ich habe es auch vor 3 Jahren in einem Video schon mal ein bisschen erzählt gehabt, aber ich weiß nicht, ob ich damals so alle Informationen, was es mit dem Schrein auf sich hat und warum es das wichtigste Heiligtum in Japan ist, ob ich das erzählt hatte damals. Generell gilt hier in diesem Schrein, warum es das wichtigste Heiligtum ist, dass hier eine der 3 Reichsinsignien der japanischen Kaiserfamilie, nämlich der Spiegel von Amaterasu Omikami hier ist. Amaterasu ist die nach der shintoistischen Mythologie die japanische Sonnengöttin. Und wenn man noch ein bisschen weiter ausholt, die Schöpfungsgeschichte Japan, die mythologische nach dem Shintoismus sich anguckt, dann gab es die 2 Gottheiten Izanagi und Izanami. Und die haben dann irgendwann mal sich gedacht, naja, stochern wir mal ein bisschen mit einem Speer oder einer Lanze im Meer rum und schauen wir mal, was wir finden, und haben dann Japan hochgezogen. Und Amaterasu, die Sonnengöttin, ist dann aus dem linken Auge geboren von, ich glaube, Izanagi war es. Das heißt, sie hat dann das Licht über die Welt gebracht, hatte allerdings einen bösen, fiesen Bruder, der das Susanoo heißt, der eben auch ein Kind von Izanagi oder Izanami ist. Und der hat ihr immer Streiche gespielt und sie hatte dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, hat sich in eine Höhle zurückgezogen und damit ist das ganze Licht auf der Welt erloschen. Und weil das natürlich dann nicht so schön war, hat dann die restliche Gottesfamilie alle anderen shintoistischen Götter versucht, sie wieder rauszulocken, haben ein Fest vor der Höhle veranstaltet mit Musik, Tanz und so weiter. Sie hat dann wieder nach draußen geblinzelt, den Stein von der Höhle weggemacht und dann ihr eigenes Spiegelbild erblickt, weil die anderen Gottheiten dann einen Spiegel platziert hatten vor der Höhle. Und als sie dann sich selbst ihrer Schönheit und ihrer strahlenden Ergebenheit gewahr wird, entschließt sie sich dann wieder rauszugehen und die Welt mit Licht zu erfüllen. Und eben jener Spiegel soll sich angeblich hier im innersten Heiligtumgebäude von diesem Schrein hier befinden, von dem Ise-Schrein. Und deswegen ist er eben das wichtigste shintoistische Örtchen, was es hier in Japan gibt, eine der wichtigsten heiligen Stätten, oder nicht eines der, eigentlich die wichtigste heiligste Stätte. Und genau da steigen wir hier jetzt ein. Sehr schön. Eine kleine Zusatzinfo noch, weil es eben der wichtigste Schrein, das wichtigste Heiligtum in ganz Japan ist, und wird das Ganze hier eben von der Kaiserfamilie verwaltet, denn der japanische Kaiser, der Tenno, ist gleichzeitig der höchste Priester des Shintoismus in Japan. Er ist sozusagen keine politische Figur, sondern so eine einheitliche spirituelle Figur für die Japaner. Das wurde ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg festgelegt. Deswegen ist auch die Verwaltung eben dieses Schreines hier in Hand der kaiserlichen japanischen Familie. Und die bestimmt eben dann auch, dass zum Beispiel in die inneren Schreingebäude keiner rein kann, wo eben das Heiligtum ja angeblich aufbewahrt wird. Das also noch so als kleine Zusatzinfo, das Ganze hier auch von der Kaiserfamilie, die dann und wann mal in ihrer Priesterfunktion auch hier vor Ort ist, das Ganze eben verwaltet hier, dieser Schrein. Ich schätze mal, dass die Leute hier dann so ins Wasser fassen, weil das befindet sich dann auf dem Gelände vom größten Heiligtum. Dass es damit auch irgendwie eine spirituelle Kraft besitzt. Ist zumindest mal meine Vermutung. Wir sind vielleicht veraltet heute. Weil da viele andere schon damit sind. Die haben unterschiedliche Rang-Abzeichen zum Teil. Also ein paar Vorgesetzte sind auch mit dabei. Die in Rot, die noch die Dinger drumherum haben, das sind dann, wenn dann die Kadetten. War mich, was die Marine hier macht. Ich meine, gut, das ist ja wie gesagt auch kaiserliches Gelände, aber.
Gleich nähern wir uns der Haupttreppe. Wie auch schon beim letzten Mal gilt, ist dann bei dem inneren Schreiengebäude, Heiligtum, sobald man die Treppe hoch ist, stehen da auch Wärter, die dann einen anweisen, dort nicht zu fotografieren, nicht zu filmen. Deswegen werde ich dann auch wieder nur von unten einen kleinen Blick die Treppe hoch euch geben können gleich. Und tja, der Rest müsst ihr dann mit eigenen Augen sehen, wenn es euch irgendwann mal hierher verschlägt. So, bis hierhin mit Kamera und nicht weiter. Und ein kleines Fernsehteam hier wahrscheinlich auch auf der Reise. Ja, hallo YouTube, ich melde mich noch ein letztes Mal zurück zu Wort hier von dem Ise-Schrein-Video. Wir sind jetzt auf dem Rückweg, gehen zum Bahnhof. Unterwegs werden wir wahrscheinlich nochmal links und rechts, wie wir es bis jetzt schon getan haben, das eine oder andere noch schnacken, vielleicht noch ein grünes Tee-Eis oder dergleichen. Und ansonsten werde ich dann in einem anderen weiteren Video den heutigen Nachmittag dann das Süßigkeiten-Festival einfangen, so man vor Ort Aufnahmen machen kann. Das hier soll es dann aber für das Ise- bzw. Ise-Schrein-Video hier vom inneren Schrein und der Straße, die dorthin führt, reichen. Und sage dann an dieser Stelle hier wie immer Matane.
bis zum nächsten Mal und wir gönnen uns jetzt hier ein bisschen Grüntee, Eis und so weiter.